Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Cities Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die Kiwi Hood gegründet. So sieht sie aus. Das wird unser neuer Stadtbezirk neben dem Tropikarium und neben Kakaduhausen auch der dritte. Und die Kiwi Hood. Ich habe da noch ein bisschen hier diese Streifen hier, diese nach außen, diese Straßen. Habe ich offscreen einmal noch dran gebaut. Ich habe offscreen einmal noch schön Wasserrohre drunter gelegt. Und dann habe ich noch offscreen hier bei der Autobahn. Ich habe die normale Autobahn in eine Lärmschutzautobahn verwandelt. Sieht man auch hier an diesen Lärmschutzwellen an den Seiten. Quasi ist jetzt die ganze Autobahn lärmschutzmäßig on top. Aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Kann man so machen. Und jetzt liegt es daran, weiterzumachen mit der guten alten Kiwi Hood. Oder mit der guten neuen. Gut und alt stimmt ja noch nicht. Die ist ja noch nicht mal bewohnt. Und die Nachfrage steigt einmal nach Wohngebiet, nach Gewerbe und auch nach Industrie- oder Bürogebiet. Was wir jetzt ja auch haben. Deswegen würde ich gleich mal ein bisschen mehr reinhauen. Außerdem möchte ich kurz nochmal nach Kakaduhausen schauen. Und ich finde, es hat sich relativ gut entwickelt. Hier gibt es halt ein paar kleine Lücken. Ich glaube, irgendwann mal fülle ich die mit Bäumen auf. Hier ist auch Kriminalität vorhanden. Wie sieht's denn aus mit der Polizei? Ja. Oh, da habe ich jetzt gerade nur per Zufall dorthin geschaut, wo die Kriminalität hoch ist tatsächlich. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Genau in den drei Häusern. Ansonsten geht's eigentlich relativ gut. Ja, die inhaftierten Verbrecher 17. Die Kapazität ist nicht so hoch, aber ich lasse das erstmal so sein. Und ich würde sagen, besiedeln wir die Kiwi Hood. Und zwar, wenn schon, denn schon. Ne, jetzt haben wir mal hoch, nee, dicht besiedelt heißt das. Ich dachte hochbesiedeltes Wohngebiet. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Da würde ich sagen, hauen wir einmal rein mit dicht besiedeltem Wohngebiet gleich. Ja, ich mache das, glaube ich, so blockmäßig. Das heißt, gleich am Anfang, der erste Block darf ruhig dicht besiedelt sein. Dann gleich nebendran vielleicht sogar noch der zweite Block. Und der dritte. Dann sind die Blöcke schon mal fertig. Dann hoch oder dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So, zweimal. Und wenn wir das und das haben, dann noch Bürogebiet, was ja Industriegebiet entspricht oder der Industrienachfrage quasi auch entspricht. Vielleicht. Ich mach mal hier hin. Und hier hin. Und bin insgesamt gespannt, wie cool das jetzt aussehen wird. Da können wir gleich mal ein bisschen rein, ein bisschen schneller laufen lassen. Wir machen ja gut Plus. Und einmal zuschauen. Und es fehlt jetzt schon Strom. Natürlich fehlt Strom, klar. Moment, ich gebe euch Strom. Vielleicht von hier unten. Nee, das geht nicht. Ah ne, weil es die Straße ist. Alles klar, in Ordnung. In Ordnung. Nochmal ganz kurz einen Blick. Ja. Vielleicht hierhin, damit wir Strom abzwacken können. Ergibt das Sinn? Hoffentlich baut sich jetzt gleich hier was. Dann kann ich eine gute Stromleitung hinziehen. Ansonsten werde ich die Stromleitung über die vierspurige Straße ziehen müssen. Was ja auch kein Problem ist, aber wenn man es nicht machen muss, muss man es nicht machen. Also von dem her schauen wir uns das Ganze noch an. So sieht dicht besiedeltes Wohngebiet aus. Finde ich cool. Jedes Häuslein ein bisschen anders. Jedes Häuslein dicht besiedelt. Schön. Das ist, glaube ich, so einkaufsmäßig. Also dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und hier ist das Bürogebiet. Ja, gibt ja auch noch so Skylines, das kann man noch so drüber machen, aber das ist jetzt erstmal nicht gefragt, das möchte ich auch erstmal gar nicht haben.
In der Kiwi-Hut wird's keine Skylines geben. Also, die kommen noch wann anders in einem anderen Stadtteil. In Ordnung, wie es aussieht, baut sich hier nicht mein dicht besiedeltes Zeug, was ich gerne hätte, vielleicht hier noch. Eins von beiden zur guten Stromweitergabe, aber sieht mir jedenfalls nicht danach aus. Ich ziehe das erstmal hier ein bisschen weiter in die Nähe. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich hier rüber. So, dann hier rüber kommen. Na, da war was. Ich konnte es drüber bauen. Jetzt habe ich es wieder verloren, ne? Ist nicht schlimm. Noch ein bisschen weiter rüber. Und jetzt müsstet ihr eigentlich Strom haben. Deswegen mache ich hier das, was am Rand ist, wieder weg. Von beiden Seiten. Und dann checken wir weiter ab. Und es baut sich gut. Kiwihausen nimmt langsam ein bisschen Gestalt an. Finde ich schön. Und dann können wir mal abchecken, was es so wie Dinge zu erledigen gibt. Ich glaube, erstmal, was mir einfällt, ist, ich brauche keine Kredite mehr. Jetzt zahlen wir den teuren Kredit. Dann sind wir beide Kredite los und haben die für irgendwann mal, falls wir die brauchen sollten, dann als nächstes. Strommäßig sind wir on top, wobei wir gar nicht mehr so on top sind, aber dank der Winterfolgen sind wir noch gut dabei, würde ich sagen. Wassermäßig sind wir nicht mehr so gut dabei. Wow. Wer hätte das gedacht? Ich hau mal eine dritte Wasserpumpe rein. Und ein drittes Abwasserrohr. Ja, das mit dem Wasser sieht ja auch immer blöder aus. Und es erstreckt sich immer mehr auch da hinten, den schönen Strand, den ich so schön bebauen wollte, ist jetzt dreckig. Aber das klären wir noch. Das mit den Wasserrohren machen wir noch ein bisschen schöner. Auf jeden Fall. Ja. Brauche ich noch ein Abwasserrohr? Moment. Gibt's, was ist denn da die ökologische Alternative? Also, jetzt mal kurz abchecken. Hier Wasser. Da haben wir das Abwasserrohr, ne? Verschmutzung 0, Lärmbelastung 10. Das Abwasserrohr pumpt Abwasser hinaus. Beachten Sie, keinen Abwasserfluss aufwärts zu pumpen. Ist in Ordnung. Was wird das hier? Ach, ich kann nicht mal lesen, was das wird. Doch. Wasseraufbereitungsanlage. Ach, Sie wollen kein Abwasser in die Wassergebiete pumpen. Alter Schwede, Spiel. Stimmt, genau. Ich will kein Abwasser rauspumpen. Genau das frage ich mich gerade. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können Sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Reinigt die Verschmutzung des Abwassers zu 85%. Ja, schon mal besser als das, was wir jetzt haben. Vorratstank. Der Vorratstank speichert Wasser für knappe Zeiten. Er versorgt die Stadt bei Knappheit automatisch mit Wasser. Was ist das hier? Pumpendienst. Der Pumpendienst hat eine Flotte an Saugfahrzeugen, die losgeschickt werden, wenn es in der Stadt überflutete Gebäude gibt. Ja, das ist erstmal nicht der Fall. Ich denke mal nicht, dass irgendwas überflutet sein wird. Das hier kenne ich. Das ist einfach nur ein Wasseraustritt, falls wir irgendwo einen See machen wollen oder sowas. Das müsste es doch sein, oder? Sieht doch mir aus wie so ein Rohr Ökowasseraustritt. Die grüne Alternative, der Ökowasseraustritt, ist zwar kostenaufwendig, reinigt jedoch das ausgetretene Wasser, sodass die Verschmutzung reduziert wird. Der Austritt filtriert das Wasser aus dem Abwassersystem, erfordert eine Wasserpumpe, um das System mit Wasser zu versorgen, sowie Elektrizität. Dann hau ich mal einmal das Ökorohr rein. Müsste eigentlich mit beidem verbunden sein. Gibt es noch mehr? Ja, es gibt noch mehr. Was ist das hier noch? Ökologische Abwasseraufbereitungsanlage. Okay, bei 30.000 Menschen überlege ich es mir, oder ich werde die dann halt bauen, ne? Aber was hat jetzt das Öko-Ding wie ein Problem? Moment. Das Öko-Austrittsrohr ist nicht verbunden. Ja, Tatsache. Einmal hier hoch. Kommt da jetzt auch Abwasser raus? Ja. Aber wie es aussieht, anscheinend weniger.
kaufen Sie neues Land. Ja, ja, wissen wir schon Bescheid. Ich kaufe ganz viel neues Land. Aber alles schön der Reihe nach. Naja, gut, dann würde ich sagen, hauen wir hier noch mehr Leute rein, die hier gerne wohnen würden. Und ich würde sagen, hier am Rand die Gebiete, die bieten sich einfach an. Also befüllen wir diese mal. So, was ist bei denen das Problem? Ah, das kenne ich. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Zack, wir hauen direkt eine Uni raus. Ich würde sagen, wir hauen die Uni hier hin. Hier wird auch eine Straßenbahnstation sein und dann kann man da schön zur Uni gehen quasi. Die Uni ist ja später noch verschiebbar. Moment. So, die Uni steht. Einmal kurz schauen. Ach, die sieht aber modern aus. Mit weiß-roten Säulen. In Ordnung, wieso nicht? Und alles braucht Wasser. Wie sieht's denn aus mit dem Wasser? Mein Gott, ich glaube, die Leute ziehen richtig viel Wasser. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die richtig viel Wasser ziehen. Auf jeden Fall noch eine Wasserpumpe. Läuft. Und noch ein ökologisches Abwasserrohr, bitte. Und noch eins. Und ein normales kann weg. Und die brauchen natürlich Zugang. Moment, Moment, Moment. Als ob, ich habe das ökologische gelöscht. Oh, wie unnötig. Ich wollte eins von den beiden löschen. Warte, ich mach's noch. Ich mach mal das hier weg. Und baue noch ein ökologisches hin. Moment. Und wir haben die kleine Stadt erreicht. Ja, da gibt es natürlich wieder neue Sachen. Es gibt Züge, Seilbahnen. Oh, schön. Kleinstadt. 10.000 Einwohner. Wunderschöne Zahl. Bahnhöfe, Güterbahnhöfe, große Bahnhöfe, große Endbahnhöfe. Ja, 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 ja. Wasserkraftwerke. Der Yogagarten, ganz wichtig. Der Yogagarten, Leute, den wir jetzt freigeschaltet haben. Ist in Ordnung. Jetzt erstmal noch eins davon hier hin. Dann strommäßig. Sieht momentan gar nicht so gut aus. Also, wir haben jetzt ja was Neues freigeschaltet. Und zwar hier. Das Wasserkraftwerk. Fließendes Wasser ist eine unendliche Quelle kinetischer Energie. In Ordnung, wenn wir das bauen. Und hier sieht es zum Beispiel so aus, als würde es sich lohnen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. 32 Megawatt. Was gibt ein Kohlekraftwerk? 40. Ja, das muss doch schon ein bisschen mehr geben. Vielleicht hier am Rand. Moment, nur so for fun. 16. 192. Das sieht doch schon mal sehr viel besser aus. Können wir von hier rüber eins bauen? 64? So ein Riesending und 64? Ich kann es nicht fassen. 64, 48, 80. 80 sieht schon ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, vielleicht hier oben irgendwo, aber wir kommen da nicht durch. Das ist auch gar nicht außerhalb der Stadtgrenzen, was die manchmal reden. Gefälle zu steil. Ja, Gefälle zu steil kann ich schon eher akzeptieren. 16 Megawatt ist natürlich zu wenig. Naja, also sind wir stabil momentan? Ja, wir sind stabil in der Stadt. Dann würde ich sagen, die Universität steht auch. Wir haben noch mehr Bedarf. Das heißt, ich baue noch mehr Bürogebäude hin. Noch mehr Bürogebiet. Und ich glaube, die inneren Straßen werde ich dann später mal dicker machen. Auf jeden Fall noch mehr Bürogebiet hier. Und auch hier. Noch mehr Wohngebiet. So, wunderschön. Und nochmal Gewerbegebiet hier rüber. Und damit ist die Kiwi Hood
schon zur Hälfte gefüllt. Naja, fast. Ja, doch, zur Hälfte. Ja, jetzt. Mit allem, was gefärbt ist, ist es schon zur Hälfte gefüllt. Und wir können dann in der nächsten Folge gleich gerade weitermachen. Auf jeden Fall würde ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Und bis zur nächsten Folge City Skylines. Macht's gut und ciao.